Vielleicht standst du schon einmal im Supermarkt und bist dabei auf ein Plakat mit einer Stellenausschreibung gestoßen. In großen Buchstaben steht dort oft: Wir suchen beispielsweise Verkäufer, Aushilfen etc. Und dann steht da MWD, männlich, weiblich, divers. Das ist nämlich, was diese Buchstaben bedeuten. Mit dieser Angabe drückt der Supermarkt aus, dass der Bewerber, egal welcher Geschlechtsidentität, auch Gender genannt, akzeptiert. Im folgenden Video wollen wir weiter darauf eingehen, was das genau bedeutet, was das mit deinem Leben zu tun hat. Wir, das sind die Schüler des Seminarfachs Gender in der Populärkultur der Wilhelm-Röpke-Schule in Schwarmstedt. Was ist Gender überhaupt? Gender ist nicht so, wie man denkt, Mann oder Frau, sondern die individuelle Geschlechtsidentität einer Person und nicht das biologische Geschlecht, wie man geboren wird. Das biologische Geschlecht gibt nur an, ob jemand eine Frau oder ein Mann ist. Es gibt keine Untergruppierung und es ist in der Regel klar feststellbar, wer zu welchem biologischen Geschlecht gehört. Gender ist, wie man sich selbst sieht. Fühle ich mich als Mann? Fühle ich mich als Frau? Fühle ich mich eher männlich oder weiblich? Gender ist wie ein Farbverlauf zwischen zwei Farben. Es gibt sehr viele Abstufungen und auch eine Zwischenform der beiden Farben. Das Symbol für die LGBTQ+-Gemeinschaft ist die Regenbogenflagge, die ihr vielleicht auch schon mal gesehen habt. Das L steht für Lesbian, also lesbisch. Lesbisch bedeutet, dass Frauen sich von Frauen angezogen fühlen. G steht für Gay, also schwul. Männer sind schwul, wenn sie sich von Männern angezogen fühlen. B bedeutet Bisexual. Bisexuelle Menschen finden sowohl Männer als auch Frauen attraktiv. Transgender sind Menschen, die sich nicht mit ihrem biologischen Geschlecht identifizieren können. Für sie steht das T. Vielleicht kennt ihr ja Caitlyn Jenner oder Juliana Farfalla. Heutzutage kann man sein körperliches Geschlecht durch eine geschlechtsangleichende Operation der eigenen Identität angleichen. Das Q steht für Queer. Queer sein bedeutet, einer LGBTQ+-Sexualität oder Identität anzugehören. Das Plus steht für alle Identitäten und Sexualitäten, die sich durch die vorherigen Buchstaben nicht ausdrücken lassen oder sich irgendwo dazwischen befinden. Dazu gehört zum Beispiel Pansexualität, auch Omnisexualität genannt. Die bezeichnet, dass einem die Geschlechtsidentität bei der Partnerwahl egal ist. Manche Menschen werden auf das, was in der Gesellschaft mit ihrer Sexualität, ihrem Geschlecht oder ihrer Geschlechtsidentität verbunden wird, reduziert. Dann dominieren Stereotypen das Bild, was man von der gegebenen Person hat. Sie erfährt daraufhin oft ungerechte Behandlung. Und vielleicht hört sich das jetzt kompliziert an, aber du bist dem Phänomen sicherlich selbst schon einmal begegnet. Sexismus ist zum Beispiel, wenn man Mädchen grundlegend davon abrät, Handwerker zu werden und sagt, sie müsse doch in jedem Fall Kinder kriegen. Genauso aber auch der Gedanke, ein schwuler Mann könne kein Fußballer oder Feuerwehrmann sein. Die Wahrheit ist, dass das Gebären von Kindern zwar dem weiblichen biologischen Geschlecht vorbehalten ist, man einen Menschen mit all seiner Einzigartigkeit und eigenem Willen jedoch nicht darauf reduzieren kann. Gleichfalls kann man nicht die Homosexualität eines Mannes als Anhaltspunkt für seine Sportlichkeit, Stärke oder ausgestrahlte Männlichkeit nehmen. Sexistische Diskriminierung findet man mal mehr, mal weniger offensichtlich, im Alltag und auf der ganzen Welt. Obwohl sich viele Staaten mittlerweile bemühen, darauf aufmerksam zu machen und gleiche Chancen für alle Menschen unabhängig von ihrem Geschlecht zu ermöglichen. Einer der bekanntesten Auswirkungen davon ist die sogenannte Gender Pay Gap. Übersetzt heißt dieser Begriff geschlechtsspezifische Lohnlücke und bezeichnet den Unterschied zwischen dem durchschnittlichen Lohn von Frauen und Männern in Deutschland. Laut EU verdienen arbeitende Frauen in Europa so ca. 14% pro Stunde weniger als Männer, außerdem sind 11% mehr Frauen arbeitslos. Das hat auch damit zu tun, dass Frauen im Schnitt nur 25% der Führungspositionen besetzen, obwohl sie im Vergleich zu Männern insgesamt höhere Bildungsabschlüsse und Qualifikationen haben. Ganz schön unfair, oder? Warum das so ist, könnt ihr auf den diesbezüglichen Seiten der EU und der Bundeszentrale für politische Bildung recherchieren, die wir euch in der Infobox verlinkt haben. Wir haben dieses Video erstellt, um die Missverhältnisse in Bezug auf Geschlecht in der heutigen Gesellschaft aufzuklären und zu erklären. Wir hoffen, dass wir euch die Begriffe und die Welt des Gender näherlegen konnten und euch Informationen zu den verschiedenen Teilthemen liefern konnten.